Ja, das ist es auf jeden Fall. Also es ist schon cool. Bleib weg. Weil Noch du einen brauchst Schritt halt dieses Abo weiter und ich nicht. schneide mir die Kehle durch. Ich bräuchte das halt an sich auch nicht, außer halt für die kleinen Mini-DLCs, die man sich halt auch im Shop kaufen müsste. Also, warte mal. Shop. Nicht Quest DLCs. Man hat ja einmal diese Haupt-DLCs und dann gibt es ja hier diese ganzen Nebengeschichten. Angefangen, glaube ich, das war, glaube ich, mit eins der ersten. Hier unten, glaube ich. Ich glaube, das war mit einer der ersten. Da habe ich halt nicht alle, ne? Die halt so kleine Gewölbe, Dungeons und Kartenabschnitte, glaube ich, teilweise. Zumindest war es bei. Oh, wo war es denn so? Bei Greymoor war es, meine ich, so. Und bei Elsweyr war es, glaube ich, so. Dass dann halt ein weiterer Kartenabschnitt freigeschalten wird. Und das ist halt schon. Ne? Cool. Und das hast du halt nicht, wenn du zum Beispiel ESO Plus hast. Was ich ja gerade habe. Dann kannst du bis auf ins Aktuelle, glaube ich. Aktuelle weiß ich jetzt nicht, ob ich das hier dann auch spielen könnte. Aber ich sag mal, alles von hier an bis da unten kann ich halt spielen. Ohne dass ich es mir kaufen muss als Plusmitglied. Es ist schon gut. Und selbst für ein Abo, selbst wenn ich jetzt das Abo habe, ne? Ein Monatsabo reicht sogar von den Kronen her, die man dann ja kriegt, um sich immer so eins nachzukaufen. Man kann es. So habe ich es nämlich anfangs gemacht, deswegen habe ich hier nämlich ein paar Dinge. Das sind ja die großen. Dann gibt es ja hier die kleinen, wie Wohlfanta und so. Siehst du, wie viel Diablo-Importe man 2000 dafür ausgeben muss, um eine Chance bestmögliche Gear zu bekommen, im Endgame mitzumachen? Ja, was? Ja, einfach ja. Ja, bei Diablo bin ich halt einfach komplett raus. Die etwas mehr Spielspaß und Erkundung reinbringen. Ja, es ist halt, bei manchen ist es halt wirklich einfach nur ein Dungeon und ein paar Quests mehr, glaube ich. Andere schalten dir halt zum Beispiel das südliche Elsweyr war ja, glaube ich, frei. Das war nicht komplett mit in dem DLC, glaube ich, mit drin. Könntest du dir dann anders freischalten? Das ist schon gut. Also, ich habe auch Bleib schon eine weg. Menge, ne? Noch einen Schritt weiter Oh, und ich so schneide mir nicht. die Kehle durch. Aber es reicht. Ich brauche noch mehr. Auch einfach noch mehr. Ich gehöre nicht zu den Wachen. Ich möchte nur reden. Warum sollte ich euch vertrauen? Weil wir Cookies haben? Wollt ihr wirklich sterben? Ich bin hier eure einzige Hoffnung. Schön, schön. Aber macht ja keine Glück Dummheiten. hat Kommt hier 50.000. rein. Das Dumme ist, es gibt halt wirklich welche, die das Geld ausgeben. Ich mir sage, für ein Handy. Never würde ich das machen. Niemals. Also ich gebe für MMOs gebe ich schon wirklich viel Geld aus, leider. Aber es kommt immer drauf an, für was. Für ein Handygame würde ich es halt niemals machen. Niemals. Ich glaube, für ein einziges Game habe ich mal Geld ausgegeben. Wie heißt das denn? Warte. Ich hab sogar noch auf dem Handy drauf. Hogwarts Mystery. Dafür habe ich tatsächlich mal. Aber halt nur, damit man ein paar Aktionen weiterspielen konnte und nicht dann erstmal wieder ein paar Stunden warten musste. Aber ansonsten noch nie Geld für ein Handy-Game ausgegeben. Ich komme rein. Hi. Ihr seid keine Wache. Den Sternen sei Dank. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Zeit? Wovon redet ihr da? Sie kommen. Ich weiß, dass ihr nur eine Ablenkung seid. Hört genau zu. Hauptmann Astania ist korrupt. Sie gehört einer Gruppe an, die sich das Schleiererbe nennt. Das was? Das Schleiererbe. Sie planen ein Attentat auf die Königin im Tempel. Sie haben Mitglieder des königlichen Stabs bestochen, damit die Rede hier gehalten wird, wo sie den Hauptmann in der Tasche haben. Habt ihr irgendwelche Beweise? Nein, nur das, was ich gesehen und gehört habe. Bitte, ihr müsst die Königin warnen. Sie schwebt in ernster Gefahr und die Wachen hier. Oh nein. Stimmt nicht.
Gut gemacht, Bürger. Jetzt ein Glühwürmchen. Verräter. Abschaum. Haltet die Klappe. Ihr seid verhaftet. Das Outfit ist cool. Mein Leben steht ganz und gar im Dienst der Königin. Aber sicher doch. Faritale. Mit Vergnügen. Autsch. Gute Arbeit. Was werdet ihr mit ihm machen? Keine Sorge. Er wird eine gerechte Behandlung erfahren. Unser Hauptmann ist immer sehr gerecht in ihren Urteilen. Ich schätze, ich sollte ihr jetzt besser Meldung machen. Gute Entscheidung. Wir sorgen dafür, dass dieser Mann in eine Zelle gebracht wird. Natürlich mit dem gebotenen Respekt. Natürlich. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Ihr seid so kaltblütig wie die Schuppen Aureels. Viel Glück mit dem Hauptmann. Wisst ihr, wo ich den Hauptmann finden kann? Sie hat eine Nachricht geschickt. Sie hat sich aufgemacht, die Königin zu beschützen. Sie ist dann wohl im Herrenhaus. Mögen nun die Sterne eure Schritte lenken. Ich werde den Hauptmann dort aufsuchen. Und einmal hinaus. Wisst ihr, wie lange ich nach euch wie alle diese Greifen haben, ne? Ihr da, wie würde es euch gefallen, etwas Lohnenswertes zu unternehmen? Ja, gut, aber nein. Heute nicht. Greifende Quia. Gott, ich darf mir die Mounts in die Pätze angucken. Wartet, ich muss mit euch reden. Ah, meine Botengängerin. Freut mich, euch wiederzusehen. Ja, ich möchte euch über... Ihr könnt damit sofort aufhören. Kraft meines Amtes als Hauptmann seid ihr hiermit festgenommen. Wegen was? Des Verdachts eines geplanten Königsmordes. Was? Wovon sprecht ihr? Was ist da in eurer Tasche? Einsatzpläne der Seesoldaten am Tempel. Und rieche ich da etwa Gift? Das ist das Handwerkszeug eines Assassinen. Ihr braucht es gar nicht zu leugnen, ihr Abschaum. Kein weiteres Wort mehr von euch. Aber, Mami. Autsch. Wie schwach bin ich eigentlich, dass sie mich einfach mit so einem Fausthieb ausnockt. Hi. Ras muss es zugeben. Selbst er dachte nicht, dass wir uns so schnell wiedersehen würden. Wie geht es euch, meine Freundin? Schrecklich. Ras, was macht ihr hier? Er ist hier, um zu helfen, wie immer. Mhm. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass euer neuer Freund Phasion tot hinter euch am Boden liegt. Ras kannte Phasion gut, doch das dachte er auch von Astania. Was ist mit ihm passiert? Der Hauptmann ist ihm passiert. Phasion und Ras haben als Agenten der Königin zusammengearbeitet. Nee. Phasion war nicht bereit, seine Geheimnisse preiszugeben. Und daher ist Phasion jetzt tot. Werdet ihr mich herauslassen? Ihr werdet bald frei sein. Doch wie schon auf der Insel muss Ras um eure Hilfe bitten. Ihr müsst die Königin und ihren Schlachtenvogt warnen. Der Hauptmann wird versuchen, die Königin im Tempel zu ermorden. Sagt mir nur, was ich tun soll. Ihr müsst an den Männern des Hauptmanns vorbeikommen. Sucht Eshaba auf, eine weitere Agentin unserer Herren. Sie hält auf dem Marktplatz die Augen offen und preist ihre Waren an. Fragt sie nach einem Souvenir der ersten Auridon-Seesoldaten. Und sie bringt euch auf den richtigen Weg. Okay. Wie kommt es eigentlich, dass wir immer und hinter Gitter landen? Verschwindet von hier. Rettet die Königin. Alter, alle pressen sich da durch diese Gitter, ey. Unglaublich. Dieser denkt, ihr habt vielleicht einige Fragen. Was kann Ras euch erzählen? Wie habt ihr mich gefunden? Dieser muss sich bei euch entschuldigen. Er hat nach Phasion gesucht. Es war ein glücklicher Zufall für uns beide, dass ihr gerettet werden konntet. Ihr seid der Zelle entkommen und Rasumdas neuer Plan, die Königin zu warnen, wird vorangetrieben. Warum könnt ihr die Königin nicht selbst warnen? Es ist etwas peinlich, aber das Gesicht von diesem ist einigen der Höflinge bekannt. Wenn Rasumda sich ihnen nähert, würden sie ahnen, dass etwas nicht stimmt. Mhm. Ihr hingegen... Ihr seid ein neues Gesicht in einer Uniform der Seesoldaten. So bleiben sie ahnungslos. Das ergibt Sinn. Gibt es noch etwas, das dieser vermitteln kann?
Könnt ihr mir sonst noch etwas über das Schleiererbe erzählen? Sie sind der Auffassung, wir bräuchten das Dominion nicht zum Überleben. Sie denken, die Königin macht einen Fehler, die Bosmer und die Khajiit auf eine Stufe mit den Hochelfen zu stellen. Rassisten, Isolationisten und auch ansonsten alles Narren. Hm. Gut, dann versuchen wir mal zu entkommen. Ich glaube, Frisches wird gesucht. Frisches, ein gesuchter Mörder. Boost. Wie viele Leichen wollen sich hier auf dem Weg verteilen? Ja. Ich kann sie nicht mehr looten. Das ist doch viel schlimmer. Lass ihn das nicht hören. Er ist doch arbeiten. Also, beziehungsweise ist er auf dem Weg nach Hause gerade. Der hört das nicht, hoffe ich. Wenn doch, dann gibt es wahrscheinlich für mich kein Abendessen. Aber mal gucken. Aber noch ist er nicht da. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Solange er nicht in der Liste auftaucht, ist alles gut. Eine Außenseiter erlaubt. Au! Das tut weh. Tja, das war das. Ich muss über 30 Ecken da in dieses Ding reinkommen. Ja, warte mal. Ich weiß, von welcher Seite es geht. Hm, wie viele Hirsche wollen sie haben? Ja. Oh, dieses Pferd. Ich will's haben. Merkt mit der Schaber. Hört her, Kartenhaie und Sammler. Stellt eure Schleue und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Ruhmesgeschichten. Weißt, wir können einfach auf dem Markt mit der guten Frau reden. Aber es müsste eigentlich... Was hier? Ja. Jo, es war hier hinten. Erklärt mir, was ihr hier macht. Sprecht leiser, Schlachtenvogt. Razumdar schickt mich. Razumdar? Ja, den Namen kenne ich. Ihr habt aber meine Frage nicht beantwortet. Es gibt ein Komplott, die Königin zu ermorden, Schlachtenvogt. Hm. Wir haben alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Das gesamte Gebiet ist abgeriegelt. Das wurde mir von Wachthauptmann Astania versichert. Mhm. Der Hauptmann steckt hinter dieser Sache. Sie plant, die Königin im Tempel anzugreifen. Der Hauptmann der Wache? Absurd. Nein. Einen Augenblick, Okelmo. Ich möchte hören, was diese zu sagen hat. Königin Iren, ich fürchte um eure Sicherheit. Bitte schenkt dem, was gerade gesagt wurde, keinen... Razumdar wurde erwähnt. Er handelt in meinem Namen. Wenn ihr dem nicht nachgehen wollt, dann werde ich das tun. Ich entschuldige mich, meine Königin. Wie ihr wünscht. Diese Tattoos ihr seid eine sogar... Frau, die weiß, was sie tut, aber ihr müsst vorsichtig sein. Oh, jeder so schön. Kommt mit mir. Wir werden den Tempel gemeinsam erkunden. Wobei, der Charakter hier, warte mal. Auch gar nicht mehr so hässlich ist. Also betrete den Tempel, ja. Sollte ich vielleicht mal machen, ne?
Mara, erbarme dich. Was geht hier vor sich? Minwe. Ihr. Es tut mir leid. Der Minwe. Ich habe mich geirrt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Passt auf dem Balkon. Das ist eine Falle. Okay. Wie konnte sie so schnell auf nichts auftauchen? Ihr habt mein neuestes Spielzeug bereits kennengelernt. Astania, Verräterin, kommt hier runter zu mir, falls ihr euch traut. Unsere Königin hat uns verraten. Ich wollte ihren Kopf, aber mir reicht auch der eure. Tötet sie. Hi. Tod Nummer 1. So sei es, Astania. Es ist noch nicht vorbei, Schlachtenvogt. Besonders schlau sind die Schleier aber nicht, ne? Wenn sie sich einfach mal so platt machen lassen. Das Dominion wird es nicht mehr lange geben. Dafür wird das Schleiererbe sorgen. Das Dominion wird es noch geben, nachdem das Blut unter eurer Leiche vertrocknet ist. Vielleicht schon später müssen wir den durch den Arsch rennen. Es werden immer alle dafür sterben. Manchmal tun wir es auch. Aber komischerweise stehen wir immer wieder auf. Ich weiß gar nicht, warum wir immer wieder aufstehen. Heftig wäre es ja, wenn man tatsächlich sagt, in einem MMO zum Beispiel, dass wenn man in einem MMO stirbt, dass man dann den Charakter komplett von vorne nochmal anfangen muss. Das wäre halt mies. Aber wäre irgendwie auch geil. Oder dass man dann halt so eine gewisse Anzahl an Lebensdinger hat. Wir müssen der Königin Meldung einfach fair machen. So in etwa. Das wäre natürlich auch geil. Dass es halt nur so ein paar wenige Möglichkeiten gibt, wie man dann am Leben bleibt. Aber ich glaube, die Frustrationsrate wäre dann ganz, ganz weit oben. Vor allem, wenn man das Spiel neu anfängt. Hi. Nun, was haben meine Beschützer gefunden? Es gab diesen Komplott wirklich. Wir haben gegen Astania und ihre Assassinen gekämpft. Und wir haben sie besiegt. Astania, ich kann es kaum glauben. Jetzt wird Orkelmo seine Wachen zweifelsohne verdreifachen. Ja, oder drei mit den Hartloschers. War sie wirklich eine Agentin des Schleiererbes? Ja, wie gesagt, ich habe Diablo 3, aber ich habe Diablo 3 nie besonders viel gespielt. Und Ray, hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend dir. Ja, meine Königin, sie sagt, ihr hättet uns verraten. Verrat? Sie wendet sich nach all diesen Jahren treuen Dienstes gegen ihr Volk und sie nennt mich die Verräterin? Man konnte ihr offensichtlich nie trauen. Ihr hingegen habt euch als dessen würdig erwiesen. Allein unterwegs. Ja, ich streame meistens alleine. Ab und an sonntags halt mal mit anderen, aber meistens spiele ich tatsächlich alleine. Es sei denn, man läuft dann halt mal Innis oder sonstiges zusammen in MMOs oder so. Aber ansonsten in aller Regel spiele ich tatsächlich alleine. Jetzt war Sonntag eine Ausnahme. Weil Ryan und ich schon lange nicht mehr gespielt hatten zusammen. Deswegen ja, gab es da dann tatsächlich mal wieder Boost-Simulator. Er würde aber auch wiederkommen, davon ganz abgesehen. Aber heute ist MMO-Tag. Eigentlich wäre Life is Strange dran, aber ich hatte da jetzt doch nicht so die Lust drauf. Deswegen erstmal ESO. Was meint ihr? Die Seesoldaten sind ein grobes Werkzeug. Eine Königin muss mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Ihr seid Rasum Dar, dem ersten unter allen Augen der Königin, schon begegnet. Würdet ihr euch ihm anschließen? Würdet ihr zum Wohl des gesamten Dominions eine unserer Elite-Agentinnen werden?
Sie kennt uns halt nicht mal 5 Minuten, ne? Und sie lädt uns schon ein, eine Elite-Agentin zu werden. Und sie fragt sich, wieso sie verraten wird. Gut. Einfach nur gut. Ich gebe keinen Kommentar mehr zu dieser Persönlichkeit. Aber ich mag sie tatsächlich. Das ist einer der Charaktere, die ich sehr, sehr gern habe. Ja, ich nehme euer Angebot an, meine Königin. Hervorragend. Mit der mir innewohnenden Macht ernenne ich euch zu einer Agentin in meinen Diensten. Ihr seid nun ein Auge der Königin und an meinen Dienst gebunden. Möge Auriel euch schützen und Xarxes eure Zunge hüten. Jetzt zu größeren Dingen. Ich muss meine Position festigen und meine Reise über die Insel fortsetzen. Was soll ich für euch tun, meine Königin? Ich muss mich zu jener uralten Stätte aufmachen, die als Tanselville bekannt ist. Tanselville? Für gewöhnlich hält ein neuer Monarch dort stille Zwiesprache mit den Toten. Wir sollen damit unsere Bereitschaft zeigen, den weisen Rat unserer Ahnen zu befolgen. Für gewöhnlich? Wie ihr heute gesehen habt, verlief meine Regentschaft bisher alles andere als gewöhnlich. Ich bin besorgt, dass es Probleme geben könnte. Und die Anwesenheit meines jüngsten Auges würde diese Besorgnis lindern. Natürlich, Königin Ayran. Wählt euren eigenen Weg nach Tanselville. Sucht mein Gefolge auf, wenn ihr angekommen seid. Sie werden wissen, wo ich bin. Ich wünsche uns beiden viel Glück auf dem Weg. Dankeschön. Das finde ich so noch 1800 Punkte fürs VIP. Sehr schön. Das geht doch fix. Gut, es ist schon eine ganze Menge. Aber es geht ja noch fix. Die 10.000 zu erreichen, ist nicht ganz so schwierig. Das seid ihr ja. Nein, das ist auch eine Erweiterungsquest. Die Steine nicht zu verlieren. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das kann ich dir nicht sagen, Ray. Das liegt ganz allein bei dir. Das war gerade dumm. Wir hätten gerade ausgemusst. Macht doch mehr Sinn, wenn es direkt da vorne ist, vom Eingang. Da. Himmelscherbe Nummer 1. Also Nummer 1 in diesem Gebiet. Okay. Aua. Keine Hoffnung, dass er erst einen Monat und ein Film ist leicht, oder? Ja. Ja, naja. Wie man es nimmt halt, ne? Wenn man viel Zeit zum Zugucken hat, dann würde ich halt wirklich erst aufs Große sparen. Weil es, ne? Halt die Hälfte. Wie gesagt, das liegt ganz allein bei einem selber. Ob du das machen möchtest, ob du erst was einmachen möchtest. Huch. Oder eher auf das Große sparen möchtest, das liegt ganz allein bei dir. Wenn man weiß, dass man viel zuguckt, dann kann man halt auch schon auf das andere sparen. Wenn man weiß, dass man nicht so viel Zeit hat, aber unbedingt gern VIP haben möchte, da kann man halt auch das erstmal für einen Monat nehmen. Also. Ne? Hört auf, mich zu befummeln und hört zu. Ihr müsst jemanden losschicken, bevor es zu spät ist. Das Problem ist, ich weiß in dieser Stadt nicht, was normale Quests sind und was keine normalen Quests sind. Also was die weiterführenden Quests sind. Deswegen nehme ich den ganzen Quatsch auch nicht an. Ich nehme erst alles an, was hier draußen rumkreucht und flirt. Ja gut, du zahlst das ja auch nicht mit Geld. Du zahlst das ja mit Kanalpunkten. Das ist ja kein Echtgeld. Ist ja kein Echtgeld. Das sind einfach nur Punkte, die du durchs Zuschauen kriegst. Also komplett kostenlos. Du zahlst halt nur deine Kanalpunkte bei Twitch.
anders sehe, ist bei einem Abo aus, natürlich. Ein Abo kostet. Bits kosten hoch. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Was er machen möchte und wie. Aber wie gesagt, das VIP kostet nicht Zeit, nur die Kanalpunkte. Und ich trinke heute viel zu viel, glaube ich. Dann machen wir einmal mit der Hauptstory weiter. Also mit der zweiten Hauptstory. Denn da ist der Prophet. Oh, kommt näher, Entseelte. Ich liebe es. Es ist schon schön. Und trinken ist gut und wichtig. Kein Alkohol, versteht sich. Wie? Kein Alkohol, Herbert? Ich dachte, Alkohol wäre gesund. Nein, natürlich nicht. Hätte ich aber auch noch im Angebot. Willkommen in der Zuflucht. Ich glaube heute nicht. Dieses Heim ist so bequem, wie es sich eine alte, ausgetrocknete Haut wie ich nur wünschen kann. Ray, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Sub im ersten Monat. Du weißt, dass das nicht jetzt sein muss, aber vielen, vielen lieben Dank. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. Auch für die 500 Sitz. Vielen, 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 vielen lieben Dank. In Maßen, nicht in Massen. Schade. Schade, Hybrid. Einfach nur schade. Aber meinst du, die Maßkrüge, die zählen doch, oder? Die großen Biermaßkrüge, oder? Oder? Ja, ne? Zählen doch, oder? Ich meine, das sind keine Massen. Das ist ein Maß. Wie habt ihr es gefunden? Trotz meiner Blindheit. Nein, gerade ihretwegen sind meine anderen Sinne umso schärfer. Gut. Dieser Ort hatte einfach den richtigen Geruch. Okay, er sucht sich seine Höhen nach Geruchs. Okay. Als ihr mir in Kalthafen zum ersten Mal erschienen seid, sprach ihr von meinem Schicksal. In der Tat. Doch wir sollten nichts überstürzen. Ohne das Wissen darum, welchen Weg wir zu beschreiten haben, wird uns jede Straße nur ins Nichts führen. Ehe wir also unser Schicksal wirklich begreifen können, müssen wir uns erst mit der Vergangenheit beschäftigen. Eine Geschichtsstunde? Gewissermaßen. Ich lade euch dazu ein, in meinen Geist einzutauchen und mit mir durch Visionen der Vergangenheit zu wandeln, damit ihr die Ereignisse versteht, die uns zu dieser Zeit und zu dieser Stunde zusammengeführt haben. Kommt in meinen Verstand, Entseelte, und geht mit mir durch die Schatten vergangener Ereignisse. Möchten wir das? Ich glaube, wir haben sowieso keine Wahl. Nee, wir haben hier keine Wahl. Na gut. Dann nicht. Ich darf es mir nicht mehr aussuchen. Hi. Folgt mir, Entseelte. Kann jetzt ein bisschen dauern. Ereignissen, die dieser Krise vorausgegangen sind. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, weil Mädchen hier meint, gehen zu müssen. Meine Geschichte begann, als kann ich auf den der Abtei der Mottenpriester ohne Erinnerung an mein voriges Leben. Ja, man kann runterfallen. Das mache ich aber nicht. Die Mottenpriester haben mich bemitleidet und in ihren Schoß aufgenommen. Ich war schwach und dem Tode nahe. Dort habe ich das erste Mal die Schriftrollen der Alten gesehen und mein Leben ihrer Erforschung verschrieben. Ida. Die ist aber groß.
Also für so eine Schriftrolle meine ich. Die Schriftrollen erlaubten es mir, das Gewebe der Wirklichkeit zu sehen. Aber jeder tiefere Einblick hat meine Sehkraft geschwächt und mich blind dem Licht der Welt gegenüber werden lassen. Ja, das ist schlecht, ne? Sprecht mit den Propheten. Ja, kein Problem. Kriegen wir hin. Die Prophezeiungen der Schriftrollen der Alten sind etwas Fließendes, Lebendes. Sie stehen nicht fest. An vielen Punkten in der Geschichte wurden sie durch die Taten von einzelnen heroischen Sterblichen umgeschrieben. Frisches! Okay. Zitronenkuchen. Oder? Moin. Moin, Hüblet. Moin, alle anderen. Moin, alle anderen. Da bin ich. Palim, palim. Palim, palim. Eine Flasche Pommes zum Mitnehmen, bitte. Kuchen. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wonach er schmeckt. Auf jeden Fall Zuckerguss. Aus jede Menge. Orangenbrause. Also mit Orangenbrause, nicht nur, dass du sonst nicht so dick bist. Wollte ich gerade sagen. Das ist mit Orangenbrause. Das hätte ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Das riecht nur nach Zitrone. Ja, das ist der Zuckerguss. Hallo, Ryan. Hi-Fisch. Nicht Haifisch, sondern Hi-Fisch. Nee, der ist gar nicht so geschmackslos. Der ist lecker. Der schmeckt nach ein bisschen salzig so. Ja, nach Meer. Nach Meer, ja. Ah. 500 Pizzen reichen, oder? Reichen, dass du deine 10.000 Kanalpunkte kriegst? Weiß ich nicht. Wie viel steht unten bei dir? So. Du kriegst zumindest jetzt mehr Kanalpunkte dadurch, dass du ein Abo hast. Das kriegst du jetzt auf jeden Fall. Also es geht ein bisschen, ja. Dann mach ich mir auch ein Abo. Du hast schon Stufe 2 Abo. Hast du? War doch Stufe 2, oder? Ja. Doch, war. Ich glaube, bei Stufe 2 kriegt man 1,2 Multiplikation. Bei Stufe 2 ist es 1,4. Das mag ich nicht so. Und bei Stufe 3 müsste es 2 sein. Glaube ich. Er ist der Stufe 2 ab. Nee. Kein Hunger. Nee. Das passt bei ihm nicht rein, das Stufe 2 Abo. Dazu ist der Bauch noch zu klein. Jo, Frellen. Hallo, Rüger. Stimmt, damit wollte ich dich eigentlich begrüßen und ich habe schon wieder nicht dran gedacht. Der Blick ist geil. Das will ich zeigen, bitte. das ist der. Oh Mann. Oh Gott. Frieden ist schüchtern. Schön wär's! Schön wär's, wenn er schüchtern wäre. Ja, schüchtern. Er zieht sie jetzt extra aus. Nein, willst du auch nicht. Ich weiß, was er da gerade macht, aber... Und das nennt man Sozialphobie. Ja. So könnte man das auch nennen. Hi.
Wir machen es mal in groß. Ich will es auch sehen. Hallo. Immer dieses Selfie, der ist so, ne? Richtiges Kunstwerk. Wieso Kunstwerk? Das ist er! Sehen Sie sowas von ähnlich? Das Rühren will mich nicht sehen. Jetzt gestimmt, ich muss nicht durch. Danke! Danke! Sehr gut, Frodo, das ist wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja? Ist so! Ist so, Hybrid! Ist so! Frischtiges Kunstwerk! Und frischtiges Kunstwerk, genau. Wo kommt denn diese leckere Soße hier? Lecker. Nicht vor den Kindern. Was ist die Soße hier, die weiße? Ohne mit Fruchtsaft. Hm, frisch rausgepresst. Ja. Ja, lass sie die Kinder mal alleine spielen. Wie, hast du noch wen mitgebracht? Mein dich und. Ja, und ich mein dich Hütbäcker und. Hütbäcker und Hühn und so. Hütbäcker? Ja, die ganzen. Wer ist denn Hütbäcker? Hübenbäcker. Hübenbäcker. Okay, Hybrid, ich nenne dich jetzt nur noch Hübenbäcker. Ist das in Ordnung? Brit. Brit? Okay. Die weibliche Form davon. Brit. Britti und ja, die ganzen Leute dazu. Hab ich lieb. Hilfe. Lass mich nicht alleine. Hübenbäcker und Hübenbäcker. Traumto. nee, danke. Komm schon, warum denn nicht? Oh Gott. Es war ein Herz. Es sah zwar aus wie ein Pfirsich, aber es war ein Herz. Ein Pfirsich-Popo. Ein Pfirsich. Pfirsich-Popo. Pfirsich-Purpose. Ja, das hat geknallt. Ja. Pfirsich. Ja! Genauso wie das Gürkchen. Das Gürkchen nicht zu vergessen. Frischpeach. Yo. Dein Fleisch ist in der Pfanne. Kannst du komplett. Mein Fleisch sitzt hier. Nee, hier sitzt dein Fett. Guck mal, ich hab wieder meinen Lieblingshemd da. Oh, die hab ich. Die Gardine. Gürkchen. Oh, Gürkchen. Oh, Gürkchen. Oh, Gürkchen. So. Ich esse jetzt mein Fleisch. Hilfe. Hilfe. Böse. Ja, richtig böse. Das ist doch nicht 22 Uhr. Seit wann hat die Uhrzeit was damit zu tun, was hier abgeht, Masuna? Huch. Muss aber mit Pira tappen. Alles Klo. Wir haben jetzt später, Peter. Scheiße, ich habe ihn nicht richtig erwischen können. Wo ist, ist das letzte Stück für mich? Natürlich. Oh. Schon 6 Stücke. Oh. Und so lecker? Ja. Wir sind 18 plus. Stream start vorher. Ja. Das stimmt. Wir dürfen alles. Und 18 plus. Ich wollte sagen, nehmt euch ein Zimmer, aber das ist hinfällig im Keller. Tschüss, ja. Rührenschlecker. Rührenschlecker? Schlimmerer, Rührenschlecker. Rührenschlecker, okay. 1-3. Rührenschlecker. Jo, bis damals, Hybrid. So, ich esse jetzt Fleisch. Mach das, sobald ich aus dieser Unterwelt raus bin. Unterwelt? Und meine Pipi-Pause mache, komme ich kurz hoch. Mein Name ist Unterwelt. Ich glaube, der eigentliche Name war Unterberg und nicht Unterwelt. Der eigentliche Name war Beutling. Er ist inkognito! Gott, oh. Der ist inkognito. Jetzt weiß Gott und die Welt, wo er rumgluckert. Er ist doch mein Schwager dritten Grades. Ja, siehst du, noch schlimmer. Noch schlimmer. Er hat es dir extra gesagt.
Ja, der Killer ist in der Welt mit seiner Sonne sauer witzig. Koklito? Ja, in Koklito. Das Wortspiel-Ding. Das war sein Stichwort. Ich muss auch noch Blumen einpflanzen. Ich habe Blumen bekommen. Ich kann nicht anders. Natürlich nicht. Dann habe ich ja noch einen Grund mehr, gleich hochzukommen. Und wenn ich durch die Szene hier durch bin. Jo. Liebe dich. Viel Spaß im Unterberg. Danke. Ja, frisches, ne? Na toll, jetzt weißt du auch, und die Ringgeister wäre froh, du bist danke frisches. Ja, ist so, ne? Ist so. Immer muss er alles verraten, ey. Frohe Schmatze, Fred. Ah, oh, dieser Kerl, ey. Okay. Was hat das mit mir zu tun? Ja, frage ich mich eigentlich auch, ne? Ich weiß nur, dass ihr Wichtigkeit entseelte. Die Schriftrollen haben mir lediglich enthüllt, dass euer Schicksal eng mit dem der fünf Gefährten verbunden ist. Servus. Wasser. Groß schmatzen, Frelden. Ah. Und tu dir nicht weh, Frelden. Da war eine Tür im Weg. Die hast du auch gerade aufgemacht. Oh Mann, das geht schon wieder gut los. Es hat nie aufgehört. Ich glaube, der Kuchenkonsum tut ihm nicht gut. Nee, ich glaube auch nicht. Natürlich ist die weg. Natürlich. Boah, dieses Wasser. Ich schreib dir nachher übrigens eine Getränkeliste. Aua. Ja, mach das. Aua. 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 Und immer auf die gleiche Stelle. Aua. Aua, ich werd misshandelt. Ich wurde geschlagen! Ruf die 110. Nein. Oh Gott, das... Hey, ja, ich hab dich erwischt. Haha, bis dann. Haha. Jetzt habe ich auch alles hier erledigt. Glaubst du? Ja. Nicht das Jugendamt. Ich glaube, das Jugendamt kommt bei mir nicht mehr. Ja, das Altenheim. Frisches ist schnell wieder gebaut als die Tür. Frisches sollte sich eigentlich nicht wehtun. Ach, was? Die schimpfen dann bei Fredens Eltern. Ja. Sind Sie die Mutter von Herr Freden? Ja, wieso? Freden hat ihre Schwiegertochter im Spiel misshandelt. Wenn bei dir das Altenheim kommt, kommt man mit an der Leichenwagen oder was? Genau, Kitty, genau, du hast es erfasst. Genau so ist es. Okay. Wer sind die fünf Gefährten? Die fünf Gefährten sind eine Gruppe von Abenteurern, die einst nach einem Artefakt suchten, dass man das Amulett der Könige nennt. Sie hofften darauf, dieses Artefakt einsetzen zu können, um Akatosh, den Drachengott, davon zu überzeugen, ihren Anführer als ein Drachenblut anzuerkennen. Schön. Drachenblut? Jene vom Drachenblut sind Sterbliche, denen Großes vorherbestimmt ist und durch deren Adern das Blut der Drachen strömt. Es heißt, nur ein wahres Drachenblut könne die ewigen Drachenfeuer der Kaiserstadt entzünden. Wer war dieser Anführer? Warm Aquilarius, der Sohn eines kolumbianischen Herzogs, der eine Rebellion gegen Kaiser Leovig anführte und ihm die Krone entriss. Doch Waren war kein wahres Drachenblut, wie jene, die auf dem Rubinthron sitzen, es gemäß der Traditionen zu sein haben. Fahrt fort. Ihr habt schon genug geschwätzt von diesem alten... Jens, noch ein Zug ist abgefahren. Es ist an der Zeit, dass ihr die fünf Gefährten selbst trefft und Zeugen ihres Schicksals. Ja, der Tag, an dem es das letzte Mal ernst war hier... war der 7.1.21. Das war der erste Tag, wo ich angefangen habe zu streamen.
Da war es aber auch nur deswegen ernst, weil ich so eine scheiß Angst damals hatte. Und ich einfach nur gezittert habe wie sonst was. Und oh Gott, ich war fertig. Da war es so ernst. Ab dem zweiten Stream schon nicht mehr. Der erste Stream, die erste Minute. Das war, also kein Wort gesagt. Ich glaube, also wenn ich mich recht entsinne, ich habe sogar viel zu viel gesagt und keiner hat ein Wort verstanden. Ich habe halt einfach gefühlt alles runtergerattert. So wie, kennt ihr das in der Schule? Vortrag vor der ganzen Klassenkameraden. Du wirst einfach immer schneller beim Reden. Das war ich. Weil ich es einfach nur hinter mich bringen wollte. Aber ich glaube trotzdem, der erste Stream ging dann 8 Stunden, 9 Stunden ungefähr. Und sollte ich aber nicht sein. Ich habe gefühlt 60 Sätze zeitgleich gesagt. Gefühlt. Ich glaube, das war auch der einzige Punkt, wo es dann wirklich mal ernst war. Seitdem nicht mehr. So. Lauf. Ich will nicht mehr durchsichtig. Na gut, richtig durchsichtig bin ich ja nicht. Doch so. Die erste Gefährtin, Lyris Titanenkind, Tochter der Riesen, war die mächtigste Kriegerin im Dienste des Kaisers. Dann Abnur Tan, ein mächtiger Zauberer und Großkanzler des Kaisers. Er hat gestern die volle Ladung abbekommen. Oh nein, Masuna, was hast du getan? Der Schwertmeister der Rotwardonen, Sais Sahan, Anführer der kaiserlichen Drachenwache. Der Kaiser waren Aquilarius, der versuchte, die Drachenfeuer zu entfachen und daran scheiterte. Und schließlich Manny Marco, der Verräter, der König der Würmer, ein mächtiger Nekromant und euer Scharfrichter. Ich war nicht allein. Hab mir dadurch ein Abo verdient. Aha, so kommst du an ein Abo, hä? Das waren die 5 Gefährten, die sich von der Kaiserstadt aus auf eine große Suche begeben haben, um das verlorene Amulett der Könige zu bekommen. Ja. Das ist also deine Taktik, Masuna. Ich merke schon. Wer hätte das Amulett der Könige waren in ein Drachenblut verwandeln können? Manny Marco hatte ja, Waren überzeugt, auch man könne das Amulett einsetzen, um ein Ritual durchzuführen, das die Drachenfeuer wieder entzünden würde. Kann ich nicht mal abstreiten. Dies würde Akatosh erfreuen und ihn so davon überzeugen, Waren als ein Drachenblut anzunehmen. Warum wollte Waren ein Drachenblut werden? Laut der Tradition kann nur ein Drachenblut Anspruch auf den Rubinthron erheben und als der eine wahre Kaiser von der Götter. Nee, lässt sich beschenken, ja. Waren, ja, bei mir hat das, glaube ich, auch durch Hybrid. Ich glaube, durch Hybrid hat das bekommen. Doch solange er kein Drachenblut war, musste er befürchten, dass man seinen Anspruch. Wenn ich mich recht entsinne. Erzählt mir von den anderen Gefährten. Jeder der 5 ja, sogar zwei schon. Ja, siehst du? Seines Muts und seines Geschicks ausgewählt. Und jeder von ihnen nahm eine bestimmte Rolle innerhalb der Gruppe. Dann fängt dich jetzt weiter, aber ich glaube, die ist ja zu alle. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei mir sind es auch 2. Bei mir sind es auch tatsächlich 2. Einen, den ich jetzt schon tatsächlich ein Jahr folge. Ja, doch, ein Jahr könnte hinkommen. Erzählt mir von Lyris Titanenkind. Lyris habt ihr bereits getroffen. Aber die meisten sagen, kriege ich halt auch geschenkt. Sie ist eine Nordkriegerin, ne? Aus den vereisten Landen Himmelsrands. Das ist ja ein Test. Man sagt, in ihrem Stammbaum ließen sich echte Riesen finden. Ja, da ja, euer teuer Minenarbeiter ist fertig mit seiner Arbeit und da wartet euch, um die Materialien abzuholen. Oh, danke, Kitty. Oh. Dankeschön. Das ist mehr wert als ich höre im Monat. Das stimmt. Das stimmt. Erzählt mir von Sais Sahan. Hatte ich das nicht eben schon? Sais Sahan nee. Stammt aus einer langen Ahnenreihe von adligen Schwertmeistern der Rotwardonen. Er war der Anführer der Drachengarde, der Leibgarde Warens und des Ältestenrats. Während Lyris als Warens Leibwächterin diente, fiel Sai die Aufgabe zu, die Gruppe als Ganzes zu beschützen. Erzählt mir von Abnur Tan. Die Tarns sind eine der einflussreichsten Familien Cyrodiils. Abnur, ihr Patriarch, ist der Anführer des Ältestenrats. Ein mächtiger Kampfmagier und ein gerissener Politiker.
Dank seines Rats war es Waren einige Jahre zuvor gelungen, den Kaiserthron an sich zu reißen. Wenn man ganz genau hinsieht, dann ja. Aber nicht immer. Nicht immer mal so, ne? Manchmal sieht man sie. Ihr habt genug über diese drei gehört. Was ist mit Manimako? Manimako, der Verräter. Der große Feind. Der mächtigste Nekromant, den diese Welt je gesehen hat. Die Verderbnis seines Wurmkults reicht bis in den hintersten Winkel Tamburins. Er war es, der Waren überzeugte, jenes Ritual durchzuführen, dessen Zeugin ihr gleich werdet. Oh Gott, ey. Asuna. Was geschah, als sie das Ritual durchführten? Es kam zu einer Katastrophe. Krieg und Pestilenz. Die Welt wurde in die Knie gezwungen. Nun schaut gut zu und seht selbst, wie der Hochmut eines einzigen Mannes die größte Bedrohung erschuf, der sich unsere Welt jemals stellen musste. So. Wie er immer erst so anfängt zu laufen, ne? Und dann aber doch nicht weiter rennt. Wisst ihr? Die Feuerschale des Drachenfeuers. Manimako, seid ihr sicher, dass das funktioniert? Ryan, was? Es wird funktionieren, mein Lehnsherr. Das Amulett der Könige wird die Drachenfeuer neu entfachen und vor allem rechtmäßigen Platz des Kaisers haben. Ich schmelz gerade kurz. Ich mein Wort. Es sollte besser funktionieren, Manimako. Oh, Rede. Wird mit meiner Axt Bekanntschaft machen. Rede. Mein Herr, würdet ihr eurem Halbriesenhaus dir bitte einen Maulkorb geben? Ja, stimmt. Ihr beide. Wir sind hier, um den rechtmäßigen Anspruch meines Herrn auf den Rubinthron zu sichern. Hallo, mein Schnuckelchen. Hallo. Mit dem Ritual. Hi. Ich muss ein Schicksal erfüllen. Und du bist aber ganz schön feindlich geworden. Beim Licht der Drachenfeuer beanspruche ich meine rechtmäßige Abstammung. Bei den Feuern der Erschaffung lasst mich neugeboren werden. Beim Willen Akathos nenne ich mich Drachenblut. Viertens Löffel, ich habe die Intro gelegt. Der treue Wiener weiter. Oh, danke, Kitty. Fahrenak Filarios, ihr seid kein Erbe Alessias. Ihr werdet für euren Frevel. Gott, wie kann man so einfach abfahren, ey? Und dem Reich des Vergessens reißt und trennt sich auf. Was ist los? Ich liebe diese Synchronstimme noch. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ah! Das sollte nicht geschehen. Was bedeutet das? Manimako, was habt ihr getan? Leichtgläubige Narren! Der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und dieser Welt wurde zerrissen! Ein Meister Molag Bal ist frei und kann Tamriel für sich beanspruchen! Akathos, vergebt mir! Seid gnädig mit unseren Seelen. Ja, ich schwärme gerade. Lasst mich. Ich darf das. Genau deswegen, Albert. Genau deswegen. Und nicht nur die Stimme von Kane, sondern auch die Stimme von Nicolas Cage, von Vin Diesel, die Klone aus Star Wars. Ich liebe diese Stimme. Die ist einfach nur geil. Oh, I love it. Das Ritual zerriss den Schleier zwischen und das Witzige und dem Reich des Vergessens. So konnte Manimako damit beginnen, die Synchronstimme von Saruman für die dunklen Anker und den Beginn der Ebenen. Jetzt sind schon so viele bekannte Synchronsprecher beide. Wir sprechen eigentlich die ganze Zeit durchgehend mit Saruman, ne? Das passt halt auch irgendwie mit dem alten Knacker hier. Oh Gott, Gänsehaut, ja. Ja, ich auch. Was ist schiefgelaufen? Akathos schenkte Alessia das Amulett der Könige als Symbol seines Bundes mit Solange wenn man ganz genau hinhört, hört man, dass es Saruman ist. Brannten, war Tamriel vor den klar, Bergen ne, so leicht anders, aber trotzdem. Trotzdem seine Stimme. Was ist dann geschehen? Manimako brachte Waren durch eine List dazu, den Bund zu brechen. Und so zerriss der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und Nirn. Die Schriftrollen der Alten nennen dieses Ereignis den Seelenbruch. Es verschaffte Molag Bal die Möglichkeit, die Seelen Nirns von ihren Leibern zu trennen.
Genau, Morsuna, genau. Was ist mit den anderen Gefährten geschehen? Waren ist verschwunden. Inmitten dieses Chaos nahm Saisahan das Amulett der Könige an sich und flüchtete. Lyris wurde von Manimako gefangen genommen und nach Kalthafen in das Reich von Molag-Bal gebracht. Was ist mit Abnotan und Manimako? Tarn ist weiterhin Kanzler des Ältestenrats. Natürlich. Und seine Tochter Clivia herrscht jetzt als kaiserliche Regentin. Doch die wahre Macht liegt in den Händen Manimakos und seines Wurmkults. Lecker Würmchen. Wie seid ihr in Kalthafen gelandet? Als ich die Wahrheit über die fünf Gefährten herausfand, stellte ich ein paar unauffällige Nachforschungen an. Ist so, Herbert, ist so. Doch anscheinend waren sie nicht unauffällig genug. Manimako erfuhr... Einer der wenigen Schauspieler, wo ich tatsächlich traurig war. Also jetzt nicht so, dass ich bitterlich geheult habe, aber... Ich war echt traurig, als er gestorben ist. Sie sahen euch als Bedrohung? Die Wahrheit ist stets eine Bedrohung für jene, die Böses tun. Manimako fürchtete, ich würde seinen Verrat aufdecken. Und wenn bekannt werden würde, wie verwundbar Nirn ist, könnte dies die Intrigen seines Meisters bedrohen. Molag-Bal macht keine halben Sachen. Begleitet mich ein Stück. Kann er sich mal beeilen? Ich muss pipi. Vor langer Zeit stand geschrieben, solange das Amulett der Könige von Alessias Erben getragen wird, wäre Tamriel vor den Mächten aus dem Reich des Vergessens sicher. Aber der Seelenbruch hat den Schleier zwischen den Welten zerrissen. Ach, ich muss ihn erstmal anstupsen. Die gewünschte Gelegenheit. Dagegen hilft. Molag-Bals dunkle Anker durchdringen den zerrissenen Schleier und wollen Nirn in die tiefen Kalthafen ziehen. Diese furchtbaren Werkzeuge der Zerstörung sind überall in Tamriel aufgetaucht. Ist genauso wie der Darsteller von Snape. Alan Rickman. War genauso. Da war ich auch traurig. Bei den beiden Schauspielern. Wenn der Herr der Gewalt und Unterwerfung erfolgreich ist, wird er unsere Welt und seine in einer furchtbaren Ebenenverschmelzung zusammenfügen. Nur wenige werden die. Ryan, keine Angst, ist schon gelöscht. Die Überlebenden werden alles für gut. Alle Ewigkeit versklavt sein. Ist alles gelöscht. Und so fällt es an euch, Entseelte. Wir müssen Molag-Bal und seine dunklen Anker aufhalten, oder unsere Welt ist verloren. Und jetzt scheint die Geschichte uns eingeholt zu haben. Sollen wir zur Zuflucht zurückkehren? Doch, bei mir ist es gelöscht. Ich hab's bei mir nicht mehr. Ja, ich bin bereit, zurückzugehen. Wie ihr wünscht. So ganz desinteressiert, wie erwünscht.